in der bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Kirche von Freisach stand dieser Tage unter dem Motto Weihnachten in Europa ein ganz besonderes Konzert auf dem Programm. Unter der Leitung von Christian Liebhauser-Karl begeisterte der Kammerchor Klagenfurt-Wörthersee Besucher aus ganz Kärnten mit Weihnachtsliedern eines jeden EU-Staates, die von Professor Günther Antersberger, der auch durch den Abend führte, speziell für den gemischten Chor gesetzt und orchestriert wurden. Günther Antersberger ist ein langjähriger Freund von uns und wir kreieren immer neue Projekte und eines davon war eben Weihnachten in Europa, wo wir gesagt haben, wir möchten die bekanntesten Weihnachtslieder aus den europäischen Staaten neu setzen in Originalsprachen und das mit Orchester. Das ist eine Neuheit unter Anführungszeichen und das hat so eingeschlagen, dass wir bereits das von Brüssel bis zu den Balearen hier vorgestellt haben und wir freuen uns sehr, heute in Freisach sein zu können. In dem von Christian Wohlmuth für den Denkraum Freisach organisierten Adventkonzert, an dem sich auch die drei Gemeinden Paternion, Weißenstein und Freisach aktiv beteiligten, stand die Europaverbundenheit im Mittelpunkt. Ich denke, dass man sich dann wirklich näher kommen kann, wenn man bei Weihnachten über die Landesgrenzen hinaus denkt. Und der Denkraum Freisach, die europäischen Toleranzgespräche, sind ja die Grundlage für das Weiterdenken, für das über die eigenen Räume hinausdenken. Und ich glaube, mit dem heutigen Abend können wir wirklich europäische Stimmung nach Freisach bringen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, über die Grenzen auszublicken. Und mir hat das Konzert heute sehr, sehr gut gefallen. Es ist melodisch, glaube ich, in jedem Land was Wunderbares dabei. Ja, das ist für uns sicher etwas Neuartiges. In der Form hat es noch nie gegeben. Und insofern auch natürlich wert, unterstützt zu werden. Die Marktgemeinde Weißenstein beherbergt ja auch Asylwerber. Und es passt diese Veranstaltung da, Weihnachten in Europa, ganz großartig in diese Zeit. Solche Veranstaltungen wie heute und solche Konzerte und die Musik insgesamt, die bringt einen immer wieder ein bisschen herunter. Die lässt auch Raum, nicht nur der Musik zuzuhören, sondern die Gedanken fließen. Und daher, glaube ich, ist das ganz wichtig. Auf der einen Seite ist Europa ein Stück weit von der Solidarität abgerückt. Einige wenige, die versuchen, mit dieser Herausforderung fertig zu werden. Einige Länder, die sich da völlig absentiert haben. Und heute Abend vielleicht so ein bisschen ein Gegengewicht, so eine Reise durch Europa mit Weihnachtsliedern, wo wir eingeladen sind, vielleicht auch Ermutigung aus den Liedern und aus der Musik zu schöpfen, uns nicht zu fürchten, sondern uns zu freuen, uns einzustimmen auf die Botschaft von Weihnachten, wo ja Gott ganz nahe gekommen ist, um uns zu verändern und zu verwandeln. In unserem Europa, in unserer Region ist es ganz wesentlich, dass wir hinausschauen, weit hinausschauen, schauen, was passiert, schauen, wie wir unterwegs sind. Und Weihnachten ist eine Möglichkeit, gut beieinander zu sitzen, gut zusammenzukommen. Und da das offensichtlich in den meisten Ländern so ist, freue ich mich dran. Natürlich haben wir da mit so vielen Sprachen das Weihnachtsfest oder die Vorweihnachtszeit feiert, merkt man auch einfach, wie verbunden man schon ist und wie schön das ist, zusammen dieses Fest zu feiern. Und also mir gefällt es sehr gut, ich möchte am liebsten nur die Augen schließen und einfach zuhören und genießen. Weihnachten in Europa. Diese weihnachtlich-musikalische Reise stellte einmal mehr die Europaverbundenheit Freisachs eindrucksvoll unter Beweis.